Okay, so, ich habe noch gesehen vorhin, dass hier noch eine Kiste ist und die will ich noch mitnehmen. Nochmal schauen, was da drin ist. Und vielleicht eine Gummipuppe? Nein. Angriff Level 4 und Intelligenz Level 4. Sehr schön. Also da vorne ist wirklich eine Kiste. Die Frage ist nur, wie kommt man da hin? Und die Frage ist, wo sind die verdammten scheißen Nahrungsmittel? Okay, die Monster sind immer noch weg. Das ist gut. Da kann ich jetzt gerade nichts machen. But Tales of Zestiria hat der sicher Fundstätte gefunden. Da kannst du prüfen. Und dann gibt's ein kleines Gespräch. Okay, so, da hinten sollte eigentlich die Kiste sein. Ah, genau. Ah, oh, ich bin gut, ich bin gut. So, ich glaube, ich werde jetzt mal schauen. Wasserkernkristall. Sehr schön, macht was. Willst du was singen? Willst du was singen? Dann sing was. Ako, ich liebe dich. Okay, nein. Tut mir leid, tut mir leid. Okay, hier kann man nicht rein. Alles klar. Da auch nicht. Das ist wohl Zutritt verboten. Sieht aus wie eine Kirche, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Und ja. Kirchen sind böse. Okay, das war's, glaube ich. Hier gibt's nicht allzu viel anzusehen. Ich werde jetzt mal auf der anderen Seite noch über die Brücke laufen. Und ja, könnte ja sein, dass hier irgendwo die Nahrungsmittel versteckt sind. Zum Beispiel in den Kübeln hier. Kann man da treten? Kaputt machen? Hauen? Kaputt? Mal kaputt. Nein. Okay. Dann halt nicht. Aber vielleicht kann man hier rein. Auch nicht. Okay, das war ein bisschen überflüssig. Oh, egal. Hauptsache, wir haben es gesehen, wir haben es versucht und wir haben es verkackt. So, dann gehen wir weiter nach Norden und dann rechts um. Nehme ich jetzt mal an. Ist richtig, weil es hat ja gesagt Stadtzentrum. Und ja, Belfort Stadt, die liegt rechts. Also der Name, darum gehe ich jetzt mal rechts rum. Oh, Moment. Das Gebietwechsel. Alles klar. Oh, ich habe vorhin gedacht, diese Teile hier, das beleuchtete Teil da, sei ein Belfort-Dieb. Aber nein, das war nur Mauer. Ja, ich glaube, ich bin langsam nicht mehr ganz da, wenn man schon eine Mauer mit Menschen verwechselt. Okay, so, irgendwo hier. So, nein, nicht im Kampf. Ah, so, irgendwo hier sollte es. Oh Gott, nicht so wieder so ein. Okay, hier sind schon mal Diebe. Die sind nicht allzu schwer, aber der andere, der geht mir so richtig auf den Sack. Der hat üble Angriffe. Okay, das. Ich glaube. Ja, es geht. Es geht. Okay, ich finde es aber auch noch eine schöne Sache, dass. Ja, dass jetzt zum Beispiel mit der Saat des Untergangs dich eigentlich dazu auffordert, mit allen Gruppenmitgliedern ein bisschen zu kämpfen. Ich meine, jetzt, wenn die Saat des Untergangs, ja, in Aktion tritt, wäre es wirklich gut, wenn du Leute benutzt mit Kampfkahn oder wie auch immer das heißt. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass ich das einmal ändern sollte. Okay, wo geht's da hin? Hier geht's nach oben. Und ja, ich schätze mal, ich gehe jetzt mal. Oh Gott. Da vorne ist auch noch einer. Take your weapon. Mit 1200 Schadenspunkte. Boah. Warum hat Argo nicht so viele Punkte und Shuto überschwemmt sich fast? Obwohl. Oh, er ist tot. Er ist tot. Boah. 1200 Schaden auf einmal, das gibt's doch nicht. Was gibt's sonst noch hier oben? Also auf jeden Fall, danke Game Designer, dass du diese Monster hier einzeln aufs Schlachtfeld gesetzt hast. Nicht mehrere, ansonsten könnte das übel werden. Nein. Du bist tot. Nicht gut, nicht gut. Nein, ich glaube, ich bin tot. Ich glaube, ich bin tot. Ich glaube, ich bin tot. Es ist nochmal hier, nochmal hier, nochmal hier. Lauf, lauf. Lauf, kleines Mädchen, lauf. Er hätte.
Ich muss schnell warten. Und jetzt. Oh, oh Gott. Wiederbelebungskapsel. Tutor. Los. So ist. Oh, das ist jetzt gar nicht mal so gut. Ich muss noch weiter weglaufen. Der soll wieder zurück auf seinen Platz gehen. Lass mich. Ich will nicht sterben. So, danke. Oh. Oh Mann, bin ich schlecht. Okay, so, du kommst mal hoch und gleich mal schauen. Wie sieht denn die Karte aus? Oh, kein Speicher. Oh nö. Da auch noch wieder Überlebenskapsel. Das ist Kacke. Oh Mann. Halt verbinde vollständig. Halt, nein, ich will halt Gruppe. Genau. Halt Gruppe 3000. Sehr gut. So. Wir können wieder durchstarten. Ich will mal schnell Celestine haben. Die kann dementsprechend den vielleicht schon ausschalten. Zack, 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 zack. Wenn ich treffen würde. Nein, sie bringt nicht hin. Sie bringt sich. Sie bringt sich. Sie bringt. Ist ja zu rum. Oh yeah. Boah. Sie kann auf der Seite. Moment. Aus dem Kampf. Ausrüstung. Ich kann das ja schnell mal gebrauchen. Wenn sie schon Kana auf der Seite hat. Warum hat sie Kana auf der Seite? Ach, komm schon, so. Sanfte Regeneration. Oh, sehr schön. Ach so, die Saat des Untergangs, die ist nicht mehr. Aber das Kahnzeug ist trotzdem immer noch sehr schwach. Aber immerhin, oh Gott, geh raus. Aber immerhin bekommen wir jetzt mal Kahn noch aufgebaut. Das war vorhin ja nicht der Fall. Darum war ich ein bisschen doof. Jetzt kommt schon wieder die Saat. Warum das denn? Oder habe ich das nur so gedacht? Vorhin war doch keine Saat des Untergangs. Hier unten, aber... Oh, ich habe mich wohl geirrt. So, irgendwo hier sollte doch diese blöde Nahrungsmittelzeug sein. Ich fühle mich jetzt irgendwie bescheuert. Irgendwie bringt mich das nicht weiter. Ja, auf jeden Fall, wir sehen jetzt, was da oben so liegt. Und dann kann ich dann später, wenn ich von der Story-Seite her wieder hoch muss, kann ich dann ja das Zeug beschleunigen oder rausschneiden bis zu dem Ort, an den ich hin muss. Und ja, hat doch einen Vorteil, dass ich hier oben ein bisschen rumwackle. Okay, leveln kann man auch. Was ich... Komm her. Oh, ich hasse es. Komm her, du blöder Dieb. Bring it on. Der Shooter macht wieder mal gar nichts. Sie ist tot. Okay. Wo sind die Nahrungsmittel? Ich hoffe jetzt mal, die Nahrungsmittel sind hier unten. Oh, da ist auf jeden Fall schon mal eine Kiste. Und soweit ich das Spiel kenne, sollte hier auch die Nahrungsmittel sein. Oder irgendetwas Wichtiges. Ein Rezept wäre mal wieder schlecht. Wenn man ein Rezept bekommen würde. Oh, ein wunderschönes Rezept für die Küche. Ist mich ver... Was? Echt jetzt? Oh Gott. Warum hat der jetzt ein Level bekommen? Oh, Tutor ist schon fast tot. Warum das denn? Come on! Er ist schon wieder... egal. Sag mal, nee, kein Kahn. Schade. Okay, so, mal schauen, was da drin ist. Ich hoffe jetzt mal Nahrungsmittel. Halskette der Erfahrung. Schon wieder? Haben wir ja schon eine, oder? Bringt 10% Erfahrungspunkte mehr. Für Leute, die inaktiv sind, glaube ich. Okay, so hier oben gibt es gar nichts mehr. Und ich will mich eigentlich nicht weiter nach oben begeben. Muss ich jetzt... Ich weiß nicht, wo die Nahrungsmittel sind. Oh. Kann man da rein? Dann Nahrungsmittel holen? Nein. Und auf jeden... Hä? Da oben sollte die Nordarmee sein, aber ich sehe keine. So, ich glaube, ich gehe hier noch hoch und ansonsten lasse ich das einfach mal sein und laufe wieder mal zurück in das Territorium der Südarmee. Mal schauen. Hier sind Krebse, hier sind Diebe, keine Nordarmee.
Ansonsten gar nichts. Wie groß ist das hier? Nicht allzu groß. Oh, da vorne ist eine Labore. Soll ich jetzt einfach mal durchrennen? Ich glaube, ich renne jetzt hier einfach mal rum. Um zu sehen, was hier alles so zu sehen gibt. Mal, oh, Kiste. Kiste! Die gehört mir! Funkenfragment und Feuerkern. Kristall! Aber warum nicht? Okay, so. Gibt es hier oben noch was außer Trümmer? Nein, nur noch mehr Trümmer. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie diese Fässer boxen muss. Haben wir gar nichts. Okay. Haben wir gar nichts. Das ist ein bisschen komisch. Ich habe Angst, dass ich jetzt hier irgendwie alle Fässer kaputt hauen soll, um an die Nahrungsmittel zu kommen. Ich bin sprachlos. Wo ist die Nahrungsmittel? Da drin ist eine Kiste. Oh, oder eine Cutscene. This is it. This is my house. This is the Reedon family manor. It's not much to look at now, though. Family manor? You mentioned something about that when we met Marith earlier, didn't you? Well, we were just lower nobility. But we produced generations of fire wizards. My father also worked with the military sometimes. Ever since I was a little boy, I was trained in all aspects of wizardry. That's why I can manipulate fire at will now. That reminds me. I remembered something just now. This manor has a secret locked door in it. It's got a simple mechanism. It won't open unless you use fire wizardry. No one but my father knew where it was. Let's go look for it. Verbotene Tür im Reedon-Raum. Öffne die verbotene Tür im Reedon-Raum. Oh, sehr schön. Okay, aber wir müssen jetzt irgendwo an der Tür finden. Ich nehme an, dass es die hier vorne ist. Das ist bescheuert. Oder hier geht's einfach mal in die Tür rein. In einen Raum. Verriegelt. Echt jetzt? Echt jetzt? Das ist bescheuert. Also gut, nehmen wir Celestine raus und nehmen wir Crozel rein. Ich muss jetzt natürlich das Zeug mit dem anzünden. Wo ist Crozel oben? Öffnen. Verriegelt. Ich weiß, ob verriegelt ist. Ah, angreifen. Ich öffne. Verriegelt. Cool. Ah, ach so, anzünden. Ah, stimmt. Ich habe da was gelesen. Ah, ich muss... Was machen die Diebe hier? Lasst mich hier durchtreten, bitte. Lasst mich in Ruhe oder ihr seid tot. So, man muss hier so schnell wie möglich durchkommen und alles anzünden. Um die Tür dann... Oh, come on. The lock was that simple? What was my father thinking? You don't even have to use wizardry. It'll open if you simply light a fire. Let's see what's inside. Verbotene Tür im Reedon-Raum beenden. Yeah! Okay, so, gehen wir rein. Okay, hier ist eine Kiste. Ein kleiner Raum mit einer Kiste. Und man kann nicht zu der Kiste, außer man zündet die Fackel an. Nö, man kommt sonst nicht rein. Okay, schauen wir mal, was da drin ist. Brief von... Das ist ein... Schick wir einfach an unseren eigenen Cube. Was? Ach so. Er hat irgendwann, ich nehme an, hat gesagt, das ist ein Cube. Mit einer Nachricht drauf. Und dann haben wir gesagt, ja, da kannst du mal die Nachricht auf unseren Cube umleiten. So. An meinen Sohn. Crozels Vater hat geschrieben. Sohn, wenn du das hier liest, werde ich vielleicht nicht mehr auf dieser Welt sein. Unsere Familie, die Reedons, liegt nur der wahren Königin. Ich kann keinen blutverschmierten Thron anerkennen. Hier scheint mein Widerstand ein Ende zu finden. Ich muss jedoch noch den Verrat des Premierministers rächen. Er vernichtet jetzt jeden, der sich ihm entgegenstellt. Da du ganz alleine zurückbleiben wirst, habe ich jemanden gebeten, auf dich Acht zu geben. Suche ihn. Er wird in einer alten Höhle im Osten des Dunanfels auf dich warten.
Um eines möchte ich dich noch bitten. Du bist der Erbe der Ruinenfamilie. Bitte hege keinen Groll wegen der Tragödie, die durch meine Sturheit entstanden ist. Sohn, lass niemals zu, dass die Flamme der Dunkelheit dein Herz auffressen. It was a worrywart to the very end. Father, you can rest easy. I have friends that I can count on now. I don't fly off the handle and let my emotions rule my actions anymore. Still, I'll never forgive Shuenzite. If we don't put an end to his ambitions... Letzter Wille eines Vaters. In der Eremitenhöhle östlich von Dunanfeld gibt es einen Mann mit Verbindung zur Reedon-Familie. Finde ihn. Und töte ihn. Nein, nicht wirklich. Okay, so, wir haben ein weiteres Rätsel gelöst. Sehr schön. So, also gut, hier gibt's noch... Ich muss immer noch die Nahrungsmittel finden. Ich hab keine Ahnung, wo die sind. Ich sollte das mal nachschauen, ansonsten laufe ich hier blöden Zeug herum. Oder ich muss vielleicht mit der Story weiterfahren, um somit irgendwas zu triggern. Keine Ahnung. Weil auf jeden Fall, ich sehe hier nichts mehr. Außer, aua, hört auf! Ich schätze mal, wir haben jetzt hier oben nichts mehr zu suchen. Weil ich meine mal, in die Burgen so... Ich fühle mich ein bisschen unsicher, wenn ich jetzt hier nach oben gehe, dass ich irgendwas verpasse oder so. Keine Ahnung. Aber ich würde mal sagen, ich mache hier mal kurz einen kleinen Schnittchen. Und wir werden uns dann wiedersehen, wenn ich wieder unten angelangt bin. In der Südarmee-Territorium. So Leute, bis nachher. Ciao.